ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Nein, guten Abend. Dass der oft rüpelhafte und populistische Sprücheklopfer Donald Trump tatsächlich Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei werden könnte, das glaubte noch vor 6 Wochen kaum jemand. Das hat sich aber geändert. Denn gestern war Super Tuesday in den USA. Und an keinem anderen Tag werden so viele Delegiertenstimmen für die Präsidentschaftskandidaten von Demokraten und Republikanern vergeben. Gleich 12 Vorwahlen fanden gestern statt und das sind die Ergebnisse. Donald Trump, der Milliardär mit dem gewaltigen Ego, setzte sich in 7 Bundesstaaten gegen seine republikanischen Verfolger durch und baute seine Führung als Kandidat der Konservativen aus. Und ähnlich ist es bei Hillary Clinton von den Demokraten. Auch sie gewann in 7 Bundesstaaten gegen ihren überraschend starken Konkurrenten und vergrößerte ihren Vorsprung. Die Demokraten könnten mit einem Duell zwischen Clinton und Trump um den Einzug ins Weiße Haus ganz gut leben. Bei den Republikanern aber sieht das ganz anders aus. Stefan Niemann. Wie wird man den strahlenden Sieger wieder los? Was tun mit dem populistischen Außenseiter, der sich in die Pole Position pöbelte und nun kaum noch einzufangen ist? USA! USA! Trumpenstein nennen sie ihn, denn für das Establishment der Republikaner ist Donald Trump ein Albtraum. Zu Unrecht, findet der Milliardär. Unsere Partei hat doch Zulauf, wir expandieren. Schauen Sie, welche Staaten ich gewonnen habe, da sind viel mehr Leute zur Wahl gegangen. Das hat die Republikanische Partei seit vielen Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Ein Texaner gibt nun den gottgesandten Trump-Bezwinger Ted Cruz. Er hat inzwischen 4 Bundesstaaten gewonnen. Der Erzkonservative fordert, schwächere Mitbewerber sollten aufgeben, um ihn zu stärken. Solange das Feld zersplittert bleibt, wird eine Nominierung Donald Trumps immer wahrscheinlicher. Und das wäre ein Desaster. Marco Rubio siegte bisher nur in Minnesota. Floridas junger Senator bietet sich geschmeidig als Mann der Mitte an. Dabei ist auch er ein Rechtsaußen. Sein Siegeszug macht den Republikanern Angst. Panisch sucht die Partei ein Patentrezept, etwa ein Tandem gegen Trump. Vielleicht müssen sie was Radikales wagen und sich schon jetzt auf einen Doppelpack aus Präsidentenanwärter und Vize einigen, um ihre Stimmen zu bündeln und Trump so zu schlagen. Er bereitet dem demokratischen Establishment Kopfschmerzen. Bernie Sanders leistet sich kaum Ausrutscher. Der etwas linkisch wirkende, selbsternannte demokratische Sozialist mischt die Partei kräftig auf. Schon in 5 Staaten war er siegreich. Aber kann dieser knorrige Konkurrent Clinton noch gefährlich werden? Ich denke, sie sollte Sanders im Auge behalten, aus 2 Gründen. Damit er keinen Überraschungserfolg landet und damit er nicht mit so vielen Stimmen zum Parteitag im Juli kommt, dass er Clinton in politische Positionen zwingt, die sie für die Präsidentschaftswahl nicht will. Nach dem erfolgreichen Super Tuesday gibt sich Hillary Clinton siegessicher. Doch auch an der demokratischen Favoritin scheiden sich die Geister. Sie wird längst nicht von allen geliebt. Aber mit ihrer innen- und außenpolitischen Erfahrung wäre sie vom ersten Tag an eine äußerst präsentable Präsidentin, findet die Führung der Demokratischen Partei. Ja, und dass der potenzielle Kandidat nicht von allen geliebt wird, haben wir über Clinton gerade gehört. Aber das gilt natürlich noch mehr für die Republikaner. Ina Ruck in Washington. Hier fragen sich ganz viele, wie erklärt man sich, dass eine solch fragwürdige Figur wie dieser Trump so viele Anhänger findet? Das liegt an einer Anti-Haltung, wie wir sie übrigens auch bei den Demokraten sehen, im Lager von Sanders, einer Anti-Haltung gegen Washington mit dem Unterschied, dass die Republikanische Partei den Hass auf Washington, die Wut auf Washington selbst geschürt hat. Eigentlich vom ersten Obama-Tag an gab es ja Blockadepolitik im Kongress. Es gab immer wieder sehr wütend geführte Kampagnen gegen Obamas Projekte, etwa gegen die Einführung der Krankenversicherung. Das hat zu nichts geführt. Die Krankenversicherung ist gekommen, wie auch manche andere Projekte Obamas. Die Wut und der Hass aber sind geblieben. Und jemand wie Donald Trump ist jemand, der das sehr perfekt kanalisieren kann. Ja, dann fragt man sich natürlich, wird denn die Führung der Republikaner am Ende tatsächlich mit Trump gegen Clinton antreten wollen? Oder wird die Parteispitze noch versuchen, das irgendwie zu verhindern, wie auch immer?
Die Parteiführung ist entsetzt natürlich und sie ist sich nicht einig, wie mit Trump umzugehen ist. Da gibt es tatsächlich Abweichler, die bereits rübergemacht haben ins Lager von Trump. Und es gibt die anderen, die ihn auf jeden Fall stoppen wollen. Bloß wie? Da gibt es dann auch wieder verschiedene Szenarien. Eins haben wir eben von Cruz gehört, der sagt, ein Kandidat und das ist am besten ich. Es gibt andere, die sagen, es muss ein anderer Kandidat von außen neu kommen, der dann bitteschön alle hinter sich vereint. Den müsste man aber erst finden. Oder es gibt im Gegenteil die Theorie, dass es besser wäre, möglichst viele Kandidaten im Rennen zu halten, um das Stimmenaufkommen zu splitten, um zu verhindern, möglichst auf diesem Weg, dass Trump mehr als 50% bekommt. Dann nämlich gäbe es beim Parteitag, beim Nominierungsparteitag im Sommer eine Kampfabstimmung und da hofft die Partei, Trump dann dort verhindern zu können. Also es gibt viele, viele verschiedene Ideen, kein richtiges Rezept. Einig ist man sich nur in dem Punkt, dass ein Kandidat Trump die Partei wohl sprengen würde. Das wird auf jeden Fall noch eine ziemlich spannende Nummer. Vielen Dank, Ina, für diese Einschätzungen aus Washington. Und der US-Wahlkampf, der ist auch heute Thema bei Sandra Maischberger. Wer versteht die Amerikaner, fragt Sandra Maischberger ab 23:45 unter anderem den langjährigen ARD-Washington-Korrespondenten Tom Buro und den ehemaligen US-Botschafter in Deutschland John Kornblum. Ja, und wir fragen jetzt, wer versteht Volker Beck? Der bekannte Grünen-Politiker hat heute für einen handfesten Skandal gesorgt. Als nämlich bekannt wurde, dass der stets engagierte Bundestagsabgeordnete gestern in Berlin von der Polizei mit Drogen erwischt wurde. Angeblich mit dem gefährlichen Crystal Meth, was aber bisher jedenfalls nicht bestätigt ist. Allerdings legte Beck heute alle seine politischen Ämter nieder. Für die Grünen kommt der Drogenfund kurz vor 3 Landtagswahlen politisch, gelinde gesagt, ungünstig. Aber es ist wohl auch menschlich eine Tragödie. Peter Dahlheimer. Gut möglich, dass dies das politische Aus von Volker Beck ist. Gestern Abend findet die Polizei bei dem prominenten Grünen 0,6 Gramm einer, wie es im Bericht heißt, betäubungsmittelsuspekten Substanz. Welche Substanz prüft derzeit die Staatsanwaltschaft? Es muss, wenn denn nun ein Anfangsverdacht vorliegt, zunächst der Präsident des Bundestages kontaktiert werden. Ihm muss mitgeteilt werden, dass beabsichtigt ist, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Volker Beck war 11 Jahre lang eines der Gesichter seiner Partei, ehe er vor 3 Jahren als Fraktionsgeschäftsführer aufgeben muss, weil er 1998 Sex zwischen Kindern und Erwachsenen verharmlost hatte. Heute muss Beck wieder Konsequenzen ziehen. Er legt den Vorsitz der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe nieder, sowie den Job als Sprecher seiner Fraktion für Religionspolitik und Inneres. Und er teilt mit: Ich habe immer eine liberale Drogenpolitik vertreten. Zu den gegen mich erhobenen Vorwürfen wird mein Anwalt zu gegebener Zeit eine Erklärung gegenüber der Staatsanwaltschaft abgeben. Ich werde mich dazu öffentlich nicht einlassen. Sein Bundestagsmandat will der Vorkämpfer für die Gleichstellung Homosexueller offenbar behalten. Es ist immer bedauerlich, wenn jemand Drogen zu sich nimmt. Und es ist immer bedauerlich, wenn jemand, der sehr, sehr verantwortungsvoll eine Position wahrgenommen hat, diese Position nicht mehr wahrnimmt. Drogen in der Politik sind nicht neu. Im November 2000 wird Kokain auf einer Bundestagstoilette gefunden. Vor 2 Jahren räumt Michael Hartmann von der SPD den Konsum von Crystal Meth ein. Aus dem Druck, dem Politiker ausgesetzt sind, werde nicht selten Überforderung, sagen Psychologen, und aus der Überforderung Depression. Das ist dann der Punkt, an dem man vielleicht sich sagt, ich kann da jetzt nicht einfach irgendwelche Veranstaltungen absagen, ich muss gut drauf sein, und wo man dann vielleicht eine Droge zur Unterstützung einwirft. Sollte der Bundestagspräsident nicht widersprechen, kann die Staatsanwaltschaft in 2 Tagen ein Ermittlungsverfahren gegen Volker Beck einleiten. Ja, und in Berlin begrüße ich jetzt die Leiterin unseres Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Tina, wie sehr trifft denn diese, na, sagen wir mal neutral, Personalie Beck die Grünen politisch im Augenblick? Ja, Thomas, das kann für die ziemlich unangenehm, wenn nicht gefährlich werden. Denn zum jetzigen Zeitpunkt, so knapp vor den 3 wichtigen Wahlen, ist natürlich das Letzte, was die wollen, eine Diskussion über Drogen. Entsprechend geschockt hat ja auch die Parteiführung reagiert. Die war ja zunächst komplett abgetaucht, um dann sich nur sehr schmallippig zu äußern. Man muss wissen, Volker Beck gehört ja zum linken Flügel. In vielen politischen Fragen ist er ein Gegenspieler von Winfried Kretschmann. Der versucht im Konservativen
konservativen Baden-Württemberg vor allem Konservative dazu zu gewinnen, ihm eine zweite Amtszeit zu ermöglichen. Da kommt das eben ganz, ganz ungelegen. Und deshalb ist hier eigentlich relativ klar, sollte sich bewahrheiten, dass es sich wirklich um Crystal Meth gehandelt haben wird, dann wird hinter den Kulissen schon Druck ausgeübt werden können, dass es eben nicht nur dabei bleibt, die Ämter niederzulegen, sondern dann auch das Abgeordnetenmandat zu räumen, aber ohne Streit nach außen. Das wäre noch viel dramatischer. Das Ganze ist also wirklich für Volker Beck, der sein Comeback geschafft hatte, tragisch, menschlich, für die Partei, aber zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich gefährlich. Tina, vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin. Politisch kommt die EU in der Flüchtlingskrise derzeit kaum voran. Um zumindest das ärgste Leid der Menschen in den Grenzregionen zu lindern, plant Brüssel nun ein Nothilfepaket. Und dazu mehr in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Den besonders betroffenen Mitgliedstaaten will die EU-Kommission in den kommenden 3 Jahren bis zu 700 Millionen Euro bereitstellen. Besonders angespannt ist die Lage derzeit im griechisch-mazedonischen Grenzgebiet. Dort wurde der Übergang bei Idomeni heute wieder geöffnet. Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, die über die nötigen Papiere verfügen, durften passieren. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sitzen in Idomeni derzeit 11.000 Menschen fest. Sie bereiten sich darauf vor, dass die Flüchtlinge hier wohl länger bleiben müssen. Idomeni an der Grenze zu Mazedonien am Abend. Finanzielle Unterstützung besonders, aber nicht nur für Griechenland ist in Sicht. Der Vorschlag der EU-Kommission: Für Nothilfe sollen aus dem EU-Haushalt insgesamt 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Im laufenden Jahr 300 Millionen, für 2017 200, ebenso für 2018. Geld für Lebensmittel, Trinkwasser, Unterbringung und medizinische Versorgung. Die EU-Mitgliedstaaten müssen Hand in Hand arbeiten, um sich gegenseitig zu stärken. Und so kann die EU vereint eine Antwort geben auf das menschliche Leid. Die geplante Nothilfe ein wichtiger Schritt. Doch noch ist in der Flüchtlingskrise ein gemeinsames Vorgehen der 28 EU-Staaten nicht wirklich in Sicht. Der erneute Verbotsantrag gegen die rechtsextreme NPD hat die erste Hürde genommen. Das Bundesverfassungsgericht sieht diesmal zumindest vorläufig kein Verfahrenshindernis, anders als im Jahr 2003. Damals war die Klage daran gescheitert, dass in der NPD-Führung mehrere V-Leute des Verfassungsschutzes saßen. Heute ging es vor Gericht erstmals um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der NPD. Das Bundeskartellamt hat Ermittlungen gegen Facebook aufgenommen. Es prüft, ob das soziale Netzwerk eine marktbeherrschende Stellung missbraucht. Dabei geht es um die Datenschutzbedingungen. Diese werden nach Ansicht der Kartellwächter von vielen Nutzern nur akzeptiert, weil man kaum auf andere Netzwerke ausweichen kann. Facebook sagte zu, bei der Untersuchung zu kooperieren. Der UN-Sicherheitsrat hat die Sanktionen gegen Nordkorea noch einmal deutlich verschärft. Das Gremium verabschiedete heute einstimmig eine entsprechende Entschließung. Unter anderem müssen sämtliche Frachtlieferungen von und nach Nordkorea zwingend kontrolliert werden. Der UN-Sicherheitsrat reagiert damit auf die jüngsten Atomversuche des kommunistischen Staates und den verbotenen Test einer Langstreckenrakete. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Gestern hat meteorologisch der Frühling begonnen. Das Dumme ist natürlich, das Wetter weiß davon offenbar gar nichts. Sven Blöger, jedenfalls hält es sich nicht dran. Kannst du dem Wetter das mal sagen? Ich sag mal Bescheid. Und ich glaube, es wird noch ein paar Tage dauern, bis es das dann begreift. Es ist im Moment wirklich richtig kalte Luft da. Und wir gucken uns das mal an. Man sieht auf dem Satellitenbild im Moment nämlich ganz wunderschön dieses Tief. Das ist die Ästhetik der Tiefs. Das kann man genießen. Das Wetter dazu, die wenigsten wahrscheinlich nur. Hier liegt es und bewegt sich jetzt in der Nacht weiter in unsere Richtung. Und das Ergebnis ist in der Tat, dass es dann in der Nacht noch in Bayern ein bisschen schneit. Das wird jetzt nachlassen. Allerdings von Westen kommt jetzt schon der neue Schnee und Schneeregen. Und morgen Vormittag haben wir den dann immer noch hier in der Westhälfte, auch gerade Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz, teilweise Schnee bis ganz runter auch zum Berufsverkehr. Also wirklich vorübergehend winterliche Verhältnisse. Sonst ist noch recht ruhig. Nachmittags kommt die Front bis in die Mitte voran. Mittelgebirge Schnee im tiefsten
Bereich. Da gibt es aber immer wieder Regen, der sich reinmischt. Temperaturen gerade mal 3 bis 8 Grad. Und das sind die Aussichten am Freitag. Länger noch trocken. Später kommt dann im Westen das neue Gewölk mit Schnee und Regen an. Und auch der Samstag gestaltet sich wechselhaft, am besten noch im Osten. Und der März, Thomas, der legt ganz offensichtlich erstmal einen Kaltstart hin. Ja, aber wie gesagt, du hast versprochen, der Wetter mal zu sagen, dass das mit dem Frühling dann jetzt aber so sein sollte. Ne? Das mache ich. Was ich verspreche, mache ich grundsätzlich. Sven, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, so viel von den Tagesthemen. Hier übernimmt nun Matthias Oppenhövel mit der Sportschau und Berichten von 7 Spielen in der Fußball-Bundesliga. Mit neuen Nachrichten versorgt sie dann Sven Lorik im Nachtmagazin um 1 Uhr. Und die Tagesthemen gibt es natürlich morgen wieder. Kommen Sie gut durch die Nacht.